absolut keinen Sinn. Richtig. Einfach perfekt. Können wir uns eine Bibliothek leisten? Ich würde ja gerne auch mal eine etwas größere Bibliothek noch bauen. Ich meine, hier wäre ja Platz, ne? Könnte man ja zum Beispiel so ein Regal rausnehmen, das verkaufen wir. Und dann bauen wir hier einfach ein Wissenschaftsregal rein. Wo ist denn das? Haben wir das noch nicht? Ach, das wollt ihr hier drin haben. Das gehört... Ach so. Mhm, ja. Na gut. Warum denn nicht? Paar Euro da, weißt du? Wir machen ja Gewinn. Ist ja nicht so, dass es uns schlecht geht gerade finanziell. Also ja, aber nein, aber nein, aber ja. Wir brauchen mehr Kudosch. Häufige Fragen. Nein, es gibt keine Verlängerungen. Keine Bühne im Zimmer, alles klar. Ja, 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 ja. Keine Bühne im Zimmer, ja, 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 alles klar. Eventplanung, Promi-Koch-Duell. Studiengang Gastronomie Stufe 5. Alles klar, haben wir nicht, können wir also nicht machen. Den können wir aber machen. Das findet im April statt. Hier ist kein Event. Haben wir hier Events? Nee, haben wir auch nicht. Okay. Hier können wir noch ein Event machen. Hier machen wir den romantischen Film, oder? Was haben wir denn? Im Dezember oder im Februar? Schön im Februar. Gibt es in der Bibliothek gibt's natürlich auch keine Events, ne? Was ist denn das für eine scheiß Uni? Ich will da Events haben. Was haben wir denn hier? Hier können wir doch bestimmt auch noch ein Event einrichten, oder? Aufenthaltsraumparty. Meint ihr, ich hab's ins Radio geschafft, weil ich irgendein schickes Stück Papier habe? Von wegen. Radio, das ist Jazz. Es ist lebendig und unberechenbar. Das kann man nicht einfach lernen. Klar, man kann sich sagen lassen, welche Knöpfe man drücken muss und wann. Aber das ist doch kein Radio. Und jetzt noch ein vorprogrammierter Song, den ich nicht... Jetzt haben wir viel Geld ausgegeben für Events, aber dann haben die auch wenigstens ein bisschen was, ne? Und es ist ja schön, wenn sie Freunde werden und so weiter. Schwules Liebespaar, was wollen wir denn mehr? Schmutzig. Ja, dann geh doch duschen. Warum stinkst du denn so? Weil wir haben ja Duschen, ist ja nicht so, aber wir müssten mal Zimmer bauen, ne? Sehe ich auch so. Können wir uns nur ein Zimmer leisten? Weil wir, ich will einfach nicht, dass die so auf, weißt du, auf engem Raum und so weiter. Das ist ja widerlich. So. Gib neue Zimmer, dann können die sich verteilen. Und das Schuljahr ist zum Beispiel zum Geld verdienen und ausbauen gedacht. 18.000 Gewinn? Ja. Why not? Irgendwo heute Nacht beim Schlafen habe ich wohl auf irgendwelchen Nerven gelegen im Arm. Jetzt sind die letzten zwei Finger so ein bisschen taub. Kleiner Finger und Ringfinger. Fühlt sich total blöd an.
Froschregen, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Können wir schon mal ein bisschen putzen. Stellen wir doch noch mal jemanden ein, der hier Reinigungskraft ist. Was hat der denn so? Weil wir wollen es ja auch sauber haben, ne? Finanziell haben wir gerade keine Not. Wenn es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. So. Dann haben wir ein paar Leute, die hier ein bisschen aufräumen können. Was ist denn mit dem armen Frosch? Tut mir ja schon leid. Was können wir denn mal hier draußen... Was können wir denn mal... Sehr romantisch. So. Hier haben wir eine Frage von Kevin aus Fluttering. Hey Harrison, was war dein Lieblingsprojekt in der Schule? Das ist eine gute Frage. Und übrigens, Schule mag nichts als Schwindel sein, aber deswegen sind nicht alle Lehrer gleich böse Menschen. Nein, nein. Also zur Frage. Ich habe immer gern diese kleinen Vulkane gebastelt. Wer hätte schon gedacht, dass Vulkane voller Essig sind? Einfach genial. Aber wie können wir das... Ich kenne einen Vulkan, der ist voller Zoo, aber... Guck mal, schon wieder Sie uns mal beibringen sollen. Wenn ihr das hört, trinkt einen Schluck Wasser. Danke. Was brauche ich denn noch? Wir haben hier Duschen, wir haben hier Klo. Kann auf jeden Fall noch was hin. Bibliothek 1 benötigt Assistent. Wir haben zwei Bibliotheken, ne? Ja. Könnte mal sauber gemacht werden, meine sehr verehrten und so. Okay, ich sehe, wir brauchen schon mal noch irgendeinen, der weiterhilft. 5 und 1. 6 und 1. Erinnerung an alle Studierenden. Ja, warte mal, warte. Dich möchte ich haben. Du kriegst nämlich hier, du machst Bibliothek machst du. Der ist gut für Bibliothek, der kann sich also um eine Bibi kümmern. Essen, Gesundheit, benötigt Assistent. Was für einen Assistenten könnten wir denn da mal reinsetzen? Also so einen eher nicht, den würde ich eher... Der hier ist... Man muss mal anzeigen jetzt. Also Bewegungstempo. Einen lustigen Menschen, ne? Der soll nicht Bibliothek machen. Der kann sich um alles andere kümmern. Sehr gut. Wir entschuldigen uns für den Müll, den ihr... Oh, das war ich. Irgendwann muss ich die mal rausschmeißen. Warte. Nicht so schnell immer. Ich komme noch nicht hinterher. So, jetzt habe ich hier noch einen mit Bibliothek 6 gesehen. Dann nehme ich den. Warte. Du sollst nur Bibliothek machen. Dann gehe ich aber hier ins Personal. Nehme ich den aus der Bibliothek raus.
Den nehme ich aus der Bibliothek raus? Ich war nie an der Uni. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Und es hat mir nicht geschadet. Schaltet morgen zur gleichen Zeit wieder ein, wenn die Tagesleuchte sich verzieht und der gruselige weiße Wasserball uns mit seinem schummrig-schaurigen Segen beglückt. Gute Nacht. Gute Nacht, Freunde. Ja, dann nehmen wir die nämlich jetzt alle aus der Bibliothek raus. Genau. Den haben wir schon, den haben wir noch nicht raus. Und dann haben wir nur die geilen Leute, die geilen, ne? Die sind jetzt in der Bibliothek und machen nur Bibliothek. So. Was haben wir denn hier bekommen? 10, aber kein Geld. Warum nicht? 8000. Wir machen nicht mehr so viel Gewinn. Warum nicht? Okay. Das ist schon drin. Stellen wir hier noch das Kugelmodell hin. An die Verwaltung. Warum haben wir kein Geld? Ach, das kostet 25.000. Ja. Mhm. Uha. Wir haben noch einen Kredit am Laufen, ne? Oh, oh. Warum verdienen wir denn so wenig Geld? Weiß das einer? Prestige 7. Oh, Mann. Stufe 17. Na, immerhin. Warum machen wir denn so wenig Gewinn? C plus. Das ist nicht viel. Ich hatte gerade leichten Schreck, ne, weil minus 9000, ich denke so. Aber es kommt ja immer hinterher, das Geld. Ja, ich kann es nicht freischalten, es tut mir leid. Ich habe. Hier kriegen wir 50 Kudosch, sehr gut. Aber man muss ja auch mal überlegen. Es ist ja auch nicht gedacht, dass das in jedem Jahr super läuft, ne? Würde, wie gesagt, gerne das Bücherregal nutzen. Kostet 100 Kudosch. Die Kudosch sind mein größtes Problem, ehrlich. So. Hier fehlt ein Dozent in der Nachhilfe. Warum? Du bist doch mein Nachhilfelehrer. Ach, du bist gerade in der Uni, ne? Können wir uns denn eventuell jemanden für Nachhilfe leisten, wenn denn einer da ist? Ist keiner da, ne? Ja gut, dann müssen wir durch. Dann geben wir ein bisschen weniger Geld aus. Stufe 7 ist auch nicht wenig, also. Besucher sollten angemeldet und anschließend sofort entfernt werden. Wir haben noch 35.000 Euro Schulden, das ist noch viel schlimmer.
So, Henry Jobsworth kommt vorbei. Wie immer zu früh, alles klar. Warum machen wir so wenig Gewinn? Aber es gibt auf jeden Fall Schüler, die Stufe, also Note A haben. Das ist gut. Für 3 Sterne müssen wir halt noch ein bisschen was machen, aber das muss ja nicht in diesem Schuljahr passieren. Wir haben ja Zeit. Ne? Haben wir den Dozenten, der... Dies ist eine Testdurchsage. Wiederhole, eine Testdurchsage. Nee, nicht den. Den will ich haben. Hier. So. Dann ist die Bibliothek aber immer besetzt. Irgendwie habe ich aber nicht das Gefühl, dass wir Geld verdienen. Kannst du mir sagen, was ihr wollt. So richtig reich werden wir hier nicht. Guten Morgen. Ihr hört Ricky Hawthorne. Hier auf Two Point Radio. Ja, stimmt. Du kannst ja auch sagen, okay, hier sollen nur Männer rein, nur Frauen rein, nur Gastro oder nur Forschung. Two Point. Cool. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, führen nachrichtenarme Zeiten zu unnötigen Fragen? Absolut. Lassen Sie sich das nicht entgehen. Achtung, wer dumme Fragen stellt, bekommt dumme Antworten. Auch absolut richtig. Da war ein bisschen viel Mehl unten drin. So, Kochduell, scheinbar gewonnen zu haben. B plus haben wir auf jeden Fall. Ist denn hier irgendjemand, also hier ist jetzt jemand mit Kloproblemen, wobei ich das immer noch nicht verstehe, weil hier Klöchen sind. Glückwunsch, du hast das County-Kochduell gewonnen. Deine Studenten sind die Kirsche auf dem Sahnehäubchen und zwar mit doppelt Schlagsahne. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass wir fett Minus gemacht haben? Wir haben wirklich Minus gemacht. Warum nimmt denn das ab, die Einnahmen? Wir verlieren doch keine Studenten, oder? 80. Hatten wir nicht mal 88? Arbeit zahlt sich aus, manchmal aber auch nicht. Ach so, der hat Wunsch nach DJ Su-Chef. Ja. Mhm. Wunsch nach Tanzfläche. Mhm. Ja, klar. Kinders, wir haben nicht genug Geld. Also da müsst ihr jetzt mal ein bisschen mehr Geld verdienen, finde ich. Komm, zeigt mal, was ihr könnt. Diese Woche habe ich die Boogie Knights zu Gast. Diese in Metall gehüllten Meister des Funk sind so galant wie groovig und bringen groovige Galanz in jede Plattensammlung. Das Revival des Rittertrends ließ Jahrhunderte auf sich warten. Doch nun ist es endlich soweit. Also Kids... Immer schön ritterlich bleiben. Erinnerung an alle Studierenden. Ja. Manche Noten solltet ihr persönlich. Absolut. Nehmen.
Wäre so schön, wenn wir noch ein bisschen Geld hätten. Aber ich befürchte, jetzt im nächsten Schuljahr müssen wir ja weiter ausbauen, ne? Sonst können wir ja gar nicht...